Dem König verlangt es mittlerweile mal wieder nach einer Pilgerreise, doch er kann diese aktuell nicht durchführen, denn er befindet sich noch im Krieg. Frankreich befindet sich noch im Krieg, nämlich unterstützt Frankreich Deutschland in der Lombardei. Und da ist es spielmechanisch nun mal so festgelegt, dass der König da keine großen weiteren Unternehmungen starten kann, obwohl er ja nach Hause zurückgekehrt ist und die Hälfte seines Heeres mit seinem Ratsmarschall in der Lombardei unterwegs sind. Der Krieg könnte sich tatsächlich noch etwas mehr in die Länge ziehen, als ihm lieb ist, denn die Versorgung geht dieser Armee aus. Das heißt, diese musste sich jetzt aufteilen, wird die Versorgung aufstocken und dann kann weiter marschiert werden. Derweil gilt ja noch der Waffenstillstand mit Alsarg. Das sind insgesamt 2 Jahre gewesen. Kann sein, dass sich das Ganze noch verkürzt und dann werden wir schneller diesen Feldzug durchführen können. Aber mal sehen. Wir kehren mal zurück, schauen uns hier die ganze Situation einmal genauer an. Also hier haben wir die Truppen aufgeteilt. Wir blicken vielleicht auch nochmal auf den Waffenstillstand, wie lang das jetzt noch ist. Ja, 22 Monate, also knapp unter 2 Jahren. Aber ich denke mal, in der Zeit werden wir das hier erledigt haben. Der nächste Punkt sind ja immer noch die Fraktionen, die hier ihr Unwesen treiben, so drücke ich es mal aus. Und der Zeitpunkt hier, wann sie ein Ultimatum stellen können, springt stetig hin und her. Mal sind es tatsächlich bedrohlich nahewirkende 10 Monate, mal geht es dann auf über 30 Monate rauf. Jetzt sind es gerade wieder 24 Monate. Aber ich denke nicht, dass sich der König da allzu bedroht fühlt. Gut, dann warten wir hier einfach mal ab. Die Truppen sollen sich hier mal sammeln. Jetzt muss hier, glaube ich, einfach nur... Moment, die sind jetzt hier weiter marschiert. Das ist doch aber eigentlich hier verbündetes Gebiet. Deutschland ist verbündetes Gebiet. Das heißt, die müssen eigentlich ihre Vorräte aufstocken. Warum schwinden die denn hier? Versorgungsschwelle. Ah, 8100. 9425. Boah, sind sie jetzt genau drüber oder was? Das ist ja ärgerlich. 9469, 8200... Ja, die müssen es hier aufstocken können. Das ist doch aber hier nicht dasselbe Gebiet. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Also die 4000 hier, vielleicht müssen wir diese Armeen sogar einmal tauschen, dass die hier hingehen. Hier war die Versorgungsschwelle bei über 10.000. Okay, das heißt, wir müssen ja tatsächlich einmal tauschen. Und gehen einmal hier hin und die Armee wieder hier runter. Ja. Oh, und jetzt erleiden wir hier noch Zermürbungen. Das kann es ja wohl nicht sein. Warum eigentlich? Wegen dieser einen Burg hier. Wir nehmen das jetzt tatsächlich mal in Kauf. Einfach, weil wir sonst hier einfach nicht weiter vorankommen mit der Versorgung. So schmerzlich das jetzt hier vielleicht auch ist. Aber, naja, hier ist halt auch gebirgiges Gebiet. Na okay, eigentlich hier sind eher die Alpen, hier ist die Küste. Aber es war auch eine entbehrungsreiche Reise. Hier erstmal über das Meer anlanden, gleich hier belagern. Da hat man schon mal ein paar Verluste. Okay, wir haben aber ein Diplomatieereignis und zwar hier mit unserem Freund und Ratskanzler, der meldet sich. Oh, kann es sein, dass er den Waffenstillstand hier verkürzt hat? Mein Ratskanzler Herzog Guillaume hat hart daran gearbeitet, benachbarte Reiche und Vasallen davon zu überzeugen, dass der Friedensvertrag, den ich mit Malik Abu al-Qasim von Alsarg eingegangen bin, fehlerhaft, illegitim und ungerecht mir gegenüber ist. Ich kann ihm wieder nach Belieben den Krieg erklären. Oh, okay, also wir könnten ihm jetzt tatsächlich schon wieder den Krieg erklären. Unglaubliche Arbeit, sehr schön. Das heißt, wir könnten natürlich unsere Pilgerreise dann nach diesem nächsten Krieg hier führen. Und Alsarg ist ja wirklich schwach. Andererseits sind wir damit immer noch beschäftigt, hier diese Bliden weiter auszubauen. Da sind wir jetzt bei 89 von 120. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich meine, wir müssen ja auch nicht sofort den Krieg erklären. Wir warten einfach mal ein bisschen ab. So, jetzt werden sie hier hoffentlich die Vorräte aufstocken. Ja, jetzt passt es. Plus 20 im Monat und dann warten wir halt kurz.
Und wenn die Verbündeten hier endlich auch mal ein bisschen zielgerichteter belagern würden, dann könnten wir auch mal Fortschritte in diesem Krieg machen. Aktuell sieht das ein bisschen schwieriger aus. So, Prinz Simon II. Erhielt die Eigenschaft aufstrebender Schwertmeister. Ah, das schwarze Schaf der Familie. Wobei er ja seine eigene Dynastie gegründet hat. Nichtsdestotrotz stammt er ja aus unserer Dynastie. Und der ist jetzt schon ein fähiger Kämpfer geworden. Okay, alles klar. Er ist auch unser Ritter, ne? Der kämpft tatsächlich auch bei uns mit. Jawohl. So, jetzt meldet sich hier noch jemand anders, nämlich der Prinz der Bretagne. Zudem hatten wir ja... Nee, Moment, wer ist denn das hier? Prinz Gurgaret MacAdamar von der Bretagne. Er sieht so grimmig aus. Cousin und Ratsmarschall von König Tugdual. Das ist also nicht der König, nur der Prinz. Und er möchte etwas haben, und zwar die uralte Skarabäusbrosche. Ja, das kann er sich mal abschminken. Ablehnen. Da sehe ich gar keinen Grund, warum wir ihm das geben sollten. Dann soll er halt beleidigt sein. Okay, haben wir hier noch irgendwas anderes? Ich kann ja noch ein Gefangener Lösegeld bringen. Sibylle Saintonge. Okay, die haben wir hier gefangen genommen. Aber das stammt halt aus dem aktuellen Krieg. Deswegen werden wir die da auch nicht freilassen. Da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Wir werfen immer noch mal einen Blick hier auf das Belagerungsgerät. Ja, 2 Monate noch. Und dann können wir da eventuell schon starten mit unserem Feldzug. Jetzt ist aber tatsächlich etwas Wichtiges geschehen. Nämlich ist hier König Ehrenfried II. Gestorben. Und hat Deutschland jetzt hier an König Egbert vererbt. Und Moment einmal. Das war natürlich eigentlich, oder er ist immer noch der, worauf ich hinaus will, ist unsere Halbschwester, so, war seine Gemahlin, aber die ist ja kürzlich gestorben. Die hatte sich zu Tode getrunken, soweit ich weiß, ja genau, und ist dementsprechend jetzt hier nicht die Königin. Die Frage ist, sind wir jetzt eigentlich noch mit Deutschland verbündet? Weil ich glaube tatsächlich nicht. Das heißt, wir könnten ja eigentlich aus diesem Krieg auch austreten. Wir gucken mal, ob wir hier ein Bündnis neu verhandeln können. Bündnis aushandeln, das würde gehen. Warum geht das jetzt eigentlich? Ja, ich bin im Krieg, minus 50. Ja, in seinem Krieg. Okay, also es geht wahrscheinlich, weil sie halt seine Frau gewesen ist und deswegen kann man das hier machen und grundsätzlich wollen wir ja auch dieses Bündnis haben. Befindet sich hier aber noch in einem anderen Krieg tatsächlich, Verteidiger gegen Herzogin Magdalena von Anhalt, der anhaltinische Anspruch auf die Grafschaft von Oldenburg. In den Konflikt gucken wir vielleicht auch erstmal nochmal rein. Ja, normalerweise sind sie hier überlegen. Ah, er ist nur als Verbündeter drin. Okay, also wir gucken nochmal drauf. Wir werden dieses Bündnis hier aushandeln. Weil hätten, würden wir das hier nicht aushandeln, könnten wir jetzt ja auch sagen, wir brechen diesen Krieg hier einfach komplett ab. Aber wir haben ja eigentlich ziemlich innige Bande hier mit Deutschland. Ich dachte nur, dass hier ein paar Ehen noch vorhanden sind. Wir hatten ja nicht nur durch eine Ehe hier dieses Bündnis besiegelt. Aber dem scheint wohl nicht mehr so zu sein. Macht aber Sinn, das hier auszuhandeln. Okay, alles klar. Das heißt, hier ändert sich eigentlich nichts. Wir machen hier einfach weiter in diesem Krieg. Und jetzt gab es hier noch ein paar verschiedene Hofeigenschaften. Und ja, er stimmt dem auch zu. Wunderbar. Jetzt setzen sich die ganzen Truppen hier in Bewegung. Der neue König erteilt neue Befehle. Hoffentlich sinnvollere. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich den Ritterstand entdeckt. Und das gab ja Vorteile bezüglich ja, der Ritter-Effektivität, soweit ich weiß. Und dann noch, ich glaube, wenn man eine Kriegsausbildung genossen hat. Wir können da aber schnell nochmal drauf schauen auf die Geschichte. Hier hatten wir es. Genau. Und zwar Kinder, die ihre Ausbildung mit einem Kriegsführungsausbildungsschwerpunkt abschließen, erhalten eine Studenten der Ritterlichkeit-Eigenschaft. Und ich glaube, das war auch eben diese Eigenschaft, die wir hier gesehen haben. Wir gucken da mal drauf. Und unser riesiger Sohn hat hier diesen Helm. Der hat das hier aber nicht erhalten, ne? Weil er ja schon erwachsen war. Aber wir können mal auf unsere anderen Söhne schauen.
hat der nicht hier auch eine Kriegsführungsausbildung genossen? Tapferkeit gezeigt. Ja, aber ich glaube, diese Eigenschaft erhält er dann nur, wenn er erwachsen wird, oder? Kann das sein? Ja, er ist aber jetzt hier ein eindrucksvoller Krieger geworden, muss man sagen. Wobei, er könnte talentierter sein. Er macht das halt alles mit seiner Größe hier, ja. Also, wir haben ja schon viele Ritter, die über 20, glaube ich, in Kampfvermögen haben. Aber er ist ja noch jung. Er kann ja noch lernen. Okay, wie sieht es jetzt hier aus mit der Versorgung? 84. Hier haben wir 84. Und das war, glaube ich, die am schlechtesten versorgte Armee. Da warten wir einfach nochmal kurz. Und dann werden wir hier, denke ich, nach einem Monat dann weiter marschieren können. Haben wir hier denn das Belagerungsgerät dabei? Ja, das ist hier auch mit dabei. Das heißt, das ist eigentlich die entscheidende Armee. Und dann lassen wir einfach ein bisschen Zeit vergehen. Oh, hier kommt es jetzt tatsächlich schon zu einer Schlacht. Da sollten wir uns wahrscheinlich einfach mal mit reinwerfen. Hier nicht einfach daneben stehen bleiben. So. Und jetzt haben wir hier noch eine Kulturerrungenschaft gemacht. Ja, stimmt, die hätten wir eigentlich gleich mal erneuern müssen. Da hatten wir aber gesagt, dass der König hier an diesen Sachen gar nicht so viel Interesse hatte. Können wir da überhaupt irgendwas anderes auswählen? Er hat sich selbst jetzt hier die Grundherrschaft ausgewählt, automatisch. Da die ganzen anderen Sachen sowieso für ihn ein bisschen uninteressant sind, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Was war das hier nochmal direkt? Das Kulturoberhaupt, ah nee, das ist der Text davon. Indem wir mehr Verantwortung auf örtliche Adlige übertragen, können wir diese glücklich machen und zugleich unsere Aufmerksamkeit stärker auf unsere eigene Domäne richten. Okay, das passt gar nicht so schlecht. Er ist ja kein Verwaltungstalent. Und wenn sich dann die örtlichen Adligen selber um diese Sachen kümmern und wir dann ein bisschen mehr Zeit für unsere eigenen Domänen haben und nicht um uns alles, nicht um jedwede andere Domäne noch mit kümmern müssen, dann kommt uns das sicherlich entgegen. Gibt ihr Domänesteuern plus 5%, wird in 10 Jahren entdeckt, ist natürlich recht schön. Okay, alles klar. Dann behalten wir das mal bei. So, und hier kommt es jetzt zu dieser Einschlacht. Da kommen wir jetzt ein bisschen spät mit dazu. Aber, nun ja, wir sehen mal 279 Verluste hier, 994 auf der Gegenseite. Und jetzt kam es hier noch zu einem fallengelassenen Anspruch auf die Grafschaft von Seeland. Das ist begründet durch einen Patzer hier. Wer hat das erhalten? Bürgermeisterin Mafalda. Naja gut, ist jetzt auch nicht ganz so wild. Sieht es jetzt hier aus? 63%. Die Versorgung dieser Armee liegt jetzt hier bei 78. Ja, jetzt ist natürlich das Problem, dass wenn wir hier zu dieser Hauptstadt vormarschieren wollen, werden wir hier wieder Zermürbung erleiden, oder? Nein, diesmal nicht. Das finde ich auch wieder etwas merkwürdig. Aber dann werden wir uns einfach hier versammeln, hätte ich mal gesagt. Treffen wir uns alle an diesem Ort. Wir werden dann unsere Armeen hier auch zusammenfügen. Können schon mal ein bisschen vorbelagern. Wobei das ein bisschen sinnlos ist ohne Belagerungsgerät. Da gab es ja eine Festungsstufe von 15. Theoretisch könnte man natürlich auch hier die ganzen Armeen aufteilen, nur das Belagerungsgerät dalassen. Finde ich aber immer so ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ist die Armee jetzt nicht mit dabei? Ist die jetzt kurz davor stehen geblieben? Ne, die sind doch jetzt hier, oder? Moment, jetzt gucken wir mal. Kann das hier aber auch gar nicht richtig sehen. Die marschieren gar nicht richtig rüber, kann das sein? Gucken wir uns gleich nochmal an. Hier wird auch nochmal belagert. Ah, das sind hier die Verbündeten und die haben nicht reagiert. Ja, hier können wir die Armeen aber einfach wieder zusammenfassen und Herzog Raimond befehligt sie. Gucken wir mal, wie lange die Belagerung jetzt hier dauert. Immer noch 8 Monate, meine Güte, aber zumindest sollte das sehr viel Kriegsstand bringen. Heute hielt Bohemond eine feurige Predigt für alle Kinder des Hofs. Sie waren richtig gehend gefesselt, als er aus der Heiligen Schrift vorlas. Mein Sohn Louis schien es sich von Herzen zu nehmen, vielleicht sogar zu sehr. Er setzt seit Stunden den Dienstboten zu und erklärt ihnen, wie sie bessere Katholiken werden können. Also man muss wirklich sagen, dass dieser Bischof hier unsere Kinder wirklich überzeugt. Auch Prinz Louis wird hier ein religiöser Eiferer. Damit ist die Agenda, denke ich, für die Zukunft klar. Ein starker Glaube wird euch gut dienen, Junge. Ja, der Meinung sind wir natürlich.
Und er behält hier diese Eigenschaft. Jetzt natürlich die Frage, heben wir jetzt hier unsere Truppen aus und erklären gleichzeitig noch den Krieg gegen Al-Sark. Wir haben jetzt hier die 120 Bleeden, ja. Das heißt, wir können hier jetzt eigentlich den Krieg erklären. Wir schauen mal, wie mächtig der Malik aktuell ist. 4100 Truppen, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Hat hier noch Verbündete. 1000 Mann. Hat einen Waffenstillstand mit Kalif Abbas dem Dritten. Okay. Und hier noch verbündet. Ja, 39 Mann. Das ist auch nicht gerade der Rede wert. Ja, also ich denke nicht, dass wir hier diese ganzen Monate noch abwarten. Wir wollen uns ja dann irgendwann auch auf die Pilgerreise begeben. Das heißt, wir werden diesen Krieg hier erklären. Unsere Armeen sind bereits ausgehoben. Das geht also nicht. Obwohl hier nur die Hälfte der Armeen ausgehoben ist. Das passt mir überhaupt nicht. Na gut, dann müssen wir uns dem beugen. Dann warten wir hier einfach ab. Visionen des Göttlichen. Mein Erzbischof Jordan tritt auf einen Wink zu mir in den Kreis aus Messingkugeln und Kerzen, die ich auf Stäben im Raum verteilt habe. Der Weihrauch, der schwer in der Luft liegt und vor bösen Dämpfen schützen soll, treibt uns ein wenig die Tränen in die Augen. Und so werden wir aus den Augenwinkeln die unbegreifliche Gestalt von Engeln sehen. Allerdings bricht Jordan bald schon ab. Das fühlt sich falsch an. Dies sind göttliche Wesen und nicht gedacht für das sterbliche Auge. Meine Absichten sind her, das versichere ich euch. Der Bildungsherausforderung. Wir bringen ihn dazu, uns zu unterstützen. Moment mal. Das ist so ein bisschen beschwörungsmäßig hier, oder? Das mag er überhaupt nicht. Das kommt ihm unheimlich vor. Ihr könnt gehen, aber ich werde deshalb nicht aufgeben. Okay, wir hatten ja wohl irgendeine Intention. Deswegen haben wir das Ganze ja hier veranstaltet. Oder ja, das ist vergebliche Liebesmüh, wenn nicht gar eine Sünde. Das sehe ich hier nicht so. Also unser König hat das hier gestartet. Und wir haben sicherlich gute Absichten. Die Frage ist nur, ob sich unser Erzbischof hier umstimmen lässt. Mal sehen. Oh nein! Das kommt ihm irgendwie merkwürdig vor, was wir da unternehmen. Und er weist die Argumente des Königs ab. Er fühlt sich scheinbar dem Göttlichen sehr nahe. Näher, als es dem Erzbischof lieb ist, so wie es aussieht. Okay, das bedeutet, wir müssen hier halt diese 7 Monate abwarten. Jetzt wurde hier weiterhin ein Ritter verbessert. Omori de Rennes hat sein Kampfgeschick um 1 erhöht. Sehr schön. Aber ich denke, da wir hier hauptsächlich das Ende dieses Krieges abwarten wollen, werden wir einfach mal die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Denn das sind ja hier jetzt 6 Monate. Wir haben in der Zwischenzeit auch nicht groß andere Sachen vor. Und jetzt wurde hier noch ein Bekannter gefangen genommen, König Lope von Galizien. Ja, stimmt ja, König Alfonso von Asturien führt ja diesen Krieg hier. Und möchte hier das große asturische Königreich wiederherstellen. Da gab es ja in der Vergangenheit eine Teilung. Und ja, König Lope, also der König von Galizien, wurde dann hier mittlerweile eingekerkert. Und Gräfin Camilla verlangt ein Artefakt. Wer ist denn das hier schon wieder? Wo stammt sie her? Aus Aquitanien. Ja, wahnsinnig ist sie fürwahr. Das kann sie mal vergessen. Ablehnen. Warum wollen sie denn jetzt wieder hier diese ganzen Artefakte von uns haben? Schon ein bisschen merkwürdig. Das ist auch einfach so von einem König zu verlangen, ja. Das immer herauszurücken. So, und jetzt hat er hier diesen Krieg gewonnen, der König von Asturien. Wir schauen mal wieder hin. Ja, und jetzt ist wieder dieses ursprüngliche Asturien hergestellt worden. Wunderbar. Und jetzt wird aber unsere Halbschwester hier angegriffen. Ich dachte eben schon von diesem König von Asturien. Nein, das ist irgendein anderer Konflikt. Und zwar von Graf Antonio. Ja, okay. Wird nicht wirklich angegriffen. Es gibt hier einen Krieg gegen die Tyrannei. Er hat wahrscheinlich irgendwas verbrochen und widersetzt sich dem Urteil unserer Halbschwester. Die Frage ist,
wie gefährlich kann ihr dieser Aufstand potenziell werden? 1716 Mann, also wenn er da nicht noch irgendwelche Verbündeten mit reinholen kann. Und danach sieht es, glaube ich, nicht aus. Verbündet doch hier mit einem anderen Grafen. Ja, wer weiß. Sind wir überhaupt verbündet hier mit unserer Schwester? Wir könnten ein Bündnis aushandeln. Sie will aber nicht annehmen, weil sie ein Anspruchsteller ist. Ja, dann müsste sie halt auf uns zukommen. Wir werden das nicht forcieren. Sieht ja auch nicht so aus, als wenn wir das überhaupt könnten. So, und ein inspirierter Charakter kann finanziert werden. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an, ob das irgendwas Interessantes für uns ist. Sie will eine Brosche schmieden. Und ganz ehrlich, an einer Brosche sind wir nicht wirklich interessiert. Das lassen wir einfach mal sein. Ich denke, wäre wieder eine Waffe dabei gewesen, dann wäre da vielleicht schwach geworden. So, und jetzt ist hier noch ein Bündnis ausgelaufen, und zwar das Bündnis mit Bayern. Aber da haben wir ja eigentlich auch noch verschiedene... Haben wir da nicht irgendwie verschiedene Hochzeiten noch oder irgendeine Verbindung hier? Prinz Meinhard... kann ja gar nicht sein. Wir haben ja nur Söhne. Prinzessin Lutzwind? Nein. Prinzessin Ida? Nein, war auch nicht verlobt. Nein, da haben wir jetzt tatsächlich auch kein Bündnis mehr. Es werden immer weniger Bündnisse, die wir haben. Wobei insgesamt haben wir ja recht zahlreiche Bündnisse, muss man sagen. So, und jetzt ist hier dieser Schrein bzw. dieses Kloster fertiggestellt worden, was wir mal in Auftrag gegeben hatten. Das untersteht uns aber nicht. Das haben wir, glaube ich, einer Vasallin versprochen. Und jetzt ist es dann mittlerweile fertiggestellt. Wunderbar. So, wir blicken zu dieser Belagerung. Die dürfte jetzt bald vorbei sein. Ja, einen guten Monat müssen wir noch warten. Wir können die Zeit ein bisschen runterstellen. Und jetzt meldet sich doch tatsächlich hier König Alfonso. Moment, lese ich das jetzt hier richtig? Ich habe die vulgärdeutsche Sprache, also Französisch, viele Monde lang studiert. Oh, ich dachte schon, er hat irgendwie auf Französisch die Hofsprache umgestellt. Das wäre natürlich ein Riesending gewesen. Nein, also er hat die Sprache geübt und möchte jetzt hier diesen Brief verfassen. Ein Freundschaftsbrief von jemandem, der auch vulgär-iberisch spricht. Okay, ich wünsche mir, dass unsere zukünftigen diplomatischen Beziehungen für uns beide großem Nutzen sein werden. Ja, wunderbar, beeindruckend und entsendet meine Grüße. Er wird tatsächlich unser Freund. Ja, durch die Verlobung zweier unserer Söhne mit seinen Töchtern haben wir ja schon klar gemacht, dass wir uns hier ein inniges Bündnis wünschen, auch für die Zukunft. Und nein, das werden wir jetzt hier nicht verschmähen. Entsendet meine Grüße. Ja, und er wird jetzt hier unser Freund. Wunderbar. Wer hätte das gedacht, dass da mal so ein inniges Bündnis hier daraus entsteht? Denn lange Zeit war das ja durchaus mal ein schwieriges Verhältnis. So, okay. Jetzt aber hier zu dieser Belagerung. 17 Tage sind es noch. Und jetzt ist hier ein Freund von uns gestorben, Herzog Jourdan. Der Algarve. Okay. Wem hat er das Ganze denn jetzt vermacht? Er hatte ja... Doch, er hatte Kinder. Herzog Etienne der Algarve. Okay, und der herrscht jetzt da ganz im Süden. Hier. Über dieses doch eher kleine Herzogtum. Wir haben 20 Anspannungen gehalten. Ansonsten, ja, er war sein Freund, aber irgendwie große Ereignisse hat man dahingehend eigentlich nicht. Okay, und hier gibt es eigentlich auch nichts Neues. Wenn immer ich hierher springe, passiert irgendwo anders etwas. Eine Woche noch. Und jetzt mal sehen, wie doll hier das Ganze ansteigt. Also erstmal haben wir durchaus viel Gold eingenommen durch diese Belagerung. 69 Gold. Das sind aber auch so ungefähr unsere Unkosten gewesen, muss man sagen, für diese Belagerung. Und Gefangene haben wir außerdem gemacht und jetzt hier einen Kriegsstand von 87%. Das sieht doch ganz gut aus. Diese Stadt wird hier auch eingenommen. Jetzt ist die Frage, wie können wir hier am schnellsten noch Fortschritt machen? Helfen wir hier vielleicht nochmal mit aus? Das ist nur ein kurzer Weg. Machen wir einfach mal. Und jetzt ist ja viel Zeit vergangen. Ja, in 5 Monaten kann uns jetzt hier ein Ultimatum gestellt werden. Mal gucken, ob das wieder nach oben geht, die Zeit, oder ob sie diesmal tatsächlich
dieses Ultimatum stellen werden. Moment mal, das ist doch auch hier eine neue Fraktion. Ja, eben gerade entstanden. Ich zoome mal ein bisschen raus. Und zwar, eure Nichte Herzogin Anna hat eine Fraktion geschaffen, die sie selber auf den Thron bringen möchte. Unsere Nichte, Sohn von, Tochter von Prinz Valeran. Tatsache. Okay. Gilt es zu beobachten, aktuell hat sie ja noch nicht so viele Anhänger. Das nehmen wir jetzt einfach erstmal so hin. Okay, die Belagerung müsste dann ja jetzt sehr schnell hier vonstatten gehen. Werden wir doch jetzt hier mal 100%, genau, wunderbar. Wurde jetzt durch diese Belagerung hier realisiert und die feindlichen Armeen können hier auch nicht in der Zeit gegenbelagern. Sodass wir diesen Krieg hier, denke ich, jeden Moment beenden können. So, jetzt haben wir hier aber noch einen Vorzug, den wir auswählen können. Jetzt gibt es ja auch noch einen Bauernaufstand, meine Güte. Wir gucken uns erstmal diesen Aufstand hier an, hätte ich gesagt. Bauernaufstand gegen unseren Sohn. Den wollen wir natürlich eigentlich hier unterstützen, und zwar gegen Prinz Louis. Die Frage ist, wie gefährlich ist der Aufstand? Er selbst hier hat 4200 Männer. Der Bauernaufstand, oh, sind 6473 Mann. Wir könnten natürlich, indem wir unsere Armee hier ausheben, ihm bei diesem Bauernaufstand helfen und dann gegen Al-Sark marschieren, sozusagen in einem Zug erledigen. Ja, ich denke, das wäre eine gute Idee. Ich denke nicht, dass wir ihn da alleine lassen. Und dann haben wir hier ja aber auch noch die Möglichkeit, dass diese andere Fraktion sich bildet. Ja, gutes Timing, dass wir diesen Konflikt jetzt hier beenden können. Ich denke, wir können die Truppen hier auch relativ schnell wieder ausheben. Denn wenn Kriegsende ist und man die auflöst, hat man da, glaube ich, nicht so einen Malus, dass man die nicht gleich wieder ausheben kann, oder? Andererseits müssten hier ja auch die restlichen 20.000 Mann ausreichen. Jetzt muss halt nur noch hier der deutsche König diese Forderung durchdrücken. Wir schauen aber mal in die Vorzüge rein. Das ist jetzt mal wichtig. Und wir hatten ja gesagt, wir haben jetzt hier den Schwerpunkt auf Theologie. Und da haben wir nicht viel Auswahl und wählen hier gläubig Meinung Klerus plus 10. Okay, das negiert so ein bisschen die Abzüge auch, die wir jetzt vor kurzem hatten, weil wir diese Engelformen so fast beschworen haben. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, und Meinung von euch über Jordan ist bei minus 8, aber er liebt uns trotzdem. Ja, also wir sind halt ein Leitbild des Glaubens. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einmal Schluss. Denn dass diese Aufstände hier und der Krieg gegen Al-Sark, das ist dann ein ganz neues Kapitel. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.